Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part. Ja, noch 6 Tage, dann kommt endlich mein Headset. Mein momentanes Headset hat ja mega Wackelkontakt. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht. Ja, also es geht ein bisschen, ja, länger, bis es endlich mal wieder zu Wackelkontakt kommt. Ja, das Problem ist der Wackelkontakt, der war so extrem momentan. Jetzt habe ich das einfach ohne Klebeband gemacht. Dafür mit einfach jetzt ein bisschen besser das Kabel halten und jetzt sollte es eigentlich stabil laufen, aber es könnte halt immer wieder zu Unterbrechungen kommen. Tut mir leid. Also, jetzt zu dem Bild. Ich habe ja gesagt, ich werde einen neuen Necromancer machen, der extrem auf Defensive geht und scheinbar ist er auch sehr, sehr offensiv. Also, ich hatte jetzt sehr lange, ich glaube bis Level 53 Deathless gehabt. Dann kam irgendwie so ein mega Eisblock-Tank oder so mit so, was waren es, so Laser und dann gab es noch ein Priest, also so ein Boss, also diese mit den goldenen Namen, die einfach zufällig Bosse sind, also diese Zufallsbosse, wo so ein mega AOE hat, also so breit, riesen Feuerbälle oder so mit brennenden Boden und der hat mich dann gekillt. Mit den Eisblöck-Gegnern, die mega AOE haben. Also viele Bosse sind, also viele starke Gegner sind einfach viel zu stark und haben zu viel AOE. Da habe ich natürlich keine Chance, obwohl ich 400 Leben habe und noch sehr viel Ward bekomme durch die Minions, war es mir zu heftig. Also woraus besteht jetzt der Bild. Also zuerst einmal die Tank-Skelette, also die normalen Nahkampfskelette auf Tank, auf Rüstung, wie man sieht. Danach noch die Eis, die Kyro-Magier. Und die sind scheinbar, ja, heftig stark, diese Eismagier. Die werden immer wieder unterschätzt. Also, sagen immer alle, ich soll, ja, Feuermagier machen. Aber die Feuermagier sind gar nicht so stark. Die Kyro-Magier sind irgendwie die stärkeren. Auf jeden Fall machen die Kyro-Magier halt auch sehr viel Cold Damage und frieren ein. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für die Defensive. Und deshalb sind für mich Kyro-Magier die besten Magier-Skelette. Also, ja, mit Abstand. Und die Wrights, die explodieren mit Sacrifice von den Dingen. Ich zeige die Not. Das ist jetzt, glaube ich, einer von diesen. Ja, nein. Nein, nicht genau dieser, aber der ist auch sehr hoch. Also, manche Gegner sind einfach maßlos übertrieben. Die Entwickler haben einfach irgendwie diese Kindlichkeit aus den Diablo 2 Mods. Da gab es ja auch dann immer wieder so Mega-Gegner, zum Beispiel Median. Also einfach diese Kindlichkeit zum Übertreiben. Es ist ja schon, ja, sehr anspruchsvoll und so. Also es macht schon Spaß, gegen so starke Gegner zu Ding, aber unfair sollten sie auch nicht sein. Und das sind sie momentan in diesem Spiel noch sehr. Einfach hier oben makabre Walz nehmen und der Damage pustet sich nochmals ums Doppelte. Also, es ist egal, ihr müsst die Rites ja nicht als Defensivoption haben oder so. Die machen auch nicht allzu viel Schaden. Deshalb macht einfach das rein. Und sie tun, ja, die Gegner zum Exp also bei den Gegnern explodieren lassen. Also es macht heftigsten Schaden. Hauptsache, die Skelette sind halt in der Nähe und können das einsetzen. Aber ja, es ist schon unglaublich heftig. Und ihr seht, wenn ich mal Zeit habe, weil ich jetzt zum Beispiel nicht livestreamen kann und nicht gut livestreamen kann. Oder auch nicht so viel Sport machen muss, weil ich schon übermäßig Sport mache. Dann habe ich Zeit und kann ich auch mal ein Bild, ja, an einem Tag so ein bisschen hochschrauben, wie es geht. Und das habe ich jetzt einfach jetzt die 2 Tage gemacht seit den letzten Aufnahmen. Und ja, wenn ich eben Zeit hatte, wirklich auch Lust hatte, irgendwas auszuprobieren, habe ich jetzt diesen Bild wieder auf die Beine gehoben. Es geht ja nicht lange, bis Level 50 ist. Es geht ungefähr 3, 4 Stunden, weiß es auch nicht genau. Zeitlich. Oh Mann, übertreib's nicht. Aber der Spaß macht schon. Ja, genau dieser Angriff war es, glaube ich. Der war unsichtbar.
Und er macht dem Boten, glaube ich, noch brennenden Schaden. Aber auf jeden Fall, der hat mich da umgebracht. Und jetzt macht er irgendwie gar keinen Schaden. Ist das auch wirklich... Ja, Siege Golem. Ich glaube, das sind die. Ich glaube, ja, im Forum steht überall, mach, nerf diesen Golem doch endlich. Und er wurde bis jetzt noch nicht genervt. Die Entwickler machen immer das. Sie bauen irgendwas Böses ein und nerven es nie. Rechtzeitig. Ja, gut, ja. Das ist eben noch ein Kinderschuh und so. Das Spiel ist einfach so eine Art Bauplatz für einfach nicht so gute Entwickler. Also, die Entwickler müssen lernen, mal ein bisschen Bronzing auch mit Bronzing umzugehen können. Es sind gute Entwickler, die machen auch sehr schnell, entwickeln auch sehr schnell und so weiter. Aber sie haben irgendwie ein Problem immer mit dem Bronzing. Und deshalb, ja, ich bin nicht immer glücklich. Ja, der eine, der sich schnell dann ein bisschen nervt, wenn irgendwas unbalanciert ist. Aber das packt mich, glaube ich, auch. Deshalb bin ich so süchtig nach Lautepoch. Oder? Man stirbt unerwartet. Man hat irgendwie das Gefühl, man möchte es nicht haben. Und dann doch, ja, man möchte doch natürlich weiterspielen. Und das ist halt heftig. Also, es packt halt auch. Wenn ein Spiel Probleme hat, dann packt es irgendwie noch mehr. Und das hat er entwickelt. Jetzt hört auf, hier oben zu killen. Siegt die endlich da oben. Ja. Und Minion Master haben einfach mega das Problem, dass sie so aufgesplittet. Ja, und Mana-Probleme haben, weil sie so viel Mana kosten. Aber gut, das sind Probleme, die haltet eigentlich auch das Spiel so ein bisschen dran. Also man hat einfach Lust, doch noch mehr zu spielen. Natürlich möchte man eben balancierte Klassen haben, alles mögliche. Und so weiter, aber... Was sind denn das für was ist denn das für ein Monster? Also... es macht Spaß, aber sie sind übertrieben. Sie sind verdammt nochmal viel zu stark. Wer hat da denn Siege Golem eigentlich erfunden? Also, man ist doch nicht schon bereit für so starke Gegner. Wenn man jetzt erst Level 55 ist, dann hat man einfach noch nicht die Items, oder? Warum findet man sie auch kaum? Ich habe jetzt nur zwei oder drei neue Items gefunden. Seitdem ich diesen Charakter spiele. Der ist noch taufrisch, der Charakter. Man kann gegen die Gegner noch nicht so viel machen. Nur, sie kommen in jede zweite Map vor. Es ist wirklich so. Die kommen zu häufig vor, sind viel zu stark und haben einfach das Problem, dass man... einfach nicht vorwärts kommen, weil die auch so lange brauchen, bis sie tot sind. Es ist schon extremst merkwürdig geworden seit dem neuesten Patch. Also 0.7.8 ist bronzetechnisch der schlechteste Patch, mit Abstand. Was neu dazugekommen ist natürlich. Neue Sachen sind viel zu OP reingekommen. Ah ja, ich wollte ja noch den Akt 8 zeigen, genau. Also machen wir dann den nächsten Part, denn... Achten Akt, genau, ja. Also dann haben wir auch etwas vor, dann kann ich jetzt auch wirklich noch weitere Parts bringen und alles mögliche. Und ab dem 22.06. habe ich dann das neue Headset. Es leckt gerade nur 16 FPS wegen diesem Siege Golem gerade. Ja, ist ein bisschen heftig. Ja, liebe Entwickler. Wie viele Leute habt ihr mit diesem Scheiß vertrieben wieder? Nein, Scherz. Es ist einfach viel zu heftig. Oh Gott. Die ganze Map mit Siege Golems voll gekleistert. Einen nach den anderen. Siege Golem, jojo. Gut, jetzt sterbe ich wenigstens nicht. Jetzt habe ich nicht so schwere Map-Mods, aber ich habe so ungefähr 20 Maps miteinander gemacht. Und dann hatte ich natürlich extrem schwere Siege Golems. Ach komm, ey. Muss das sein? Nochmal so einen fetten Bossgegner, immer die mit goldenen Armen. Die sind einfach zu OP. Also ich weiß ja nicht, dass sie nicht Balance sind. Die töten sogar die Fernkämpfer. Shit. Das ist jetzt der Boss aber, oder? Also der ganz komplette Boss.
von der Map. Der zerstört einfach mal alles. Jetzt habe ich noch vier. Noch drei Minions. Und vier Rides. Also, ja. So kann ich nicht Level 100 werden, liebe Entwickler. Ja, gut. Ich muss natürlich grinden. Grinden, bis ich die besten Items habe. Aber, ja. Also, so, die habe ich jetzt eigentlich genug, aber wegen Crit nehme ich doch einen noch mit. So. Und, ja. Haben machen fertig. Diese Map stinkt ein bisschen gewaltig, aber gut, das ist eben das, was. Meine Stimme versackt gerade kurz ein bisschen. So, ein bisschen Tee, dann geht's wieder besser. Ja. Es ist einfach heftig. Man hat irgendwie so das Gefühl, das Spiel macht noch mehr. Also es will einfach noch mehr machen. Es will übertreiben. Und so eine Map möchte man am liebsten gleich wieder weg haben. Sofort. Also es ist... Eben. Zum Beispiel bei Diablo 3. Man mag Rifts, man mag manche Rifts nicht, weil es ein bisschen schwerere Gegner hat. Und ja, es ist alles okay. Aber in diesem Spiel manchmal, ja, man macht Maps eigentlich gar nicht manchmal. So richtig. Niemals. Ich will das nicht. Boah, viel zu fette Idole. Uiuiui. Ja, ja. Alles Idole. Also die besten sind eigentlich... Jetzt muss ich nur wissen, wo die waren. Ich glaube, die sind nicht hier. Doch, hier Rip Blut. Da könnte ich dann noch ein Bild machen. Und noch irgendwo Rip Blut. Ich hatte zwei Rip Blut. Ja, wenn man sie nur findet, hier. Rip Blut. Sicher sehr, sehr stark. Also alleine 62 und 67, genau. 74 Rip Blut Damage. Ich glaube, ich mache ein Rip Blut Bild. Ja, definitiv. Und hier auch als Items, die ich vielleicht irgendwie zercraften könnte. Ich habe ja genug, ja, naja, es genug geht. Nochmals. Alles mit Minion Health, zum Beispiel hier, oder Attunement, Vitalität, Crit Chance, alles zum Verkräften. Und ich komme nie zum Kräften. Dann hier. Zwei von den Sets, vom gleichen Set, glaube ich. Ja, The Last Beer. Scorn und Fury. Dann hier unten noch Legacy of the Quiet. Quiet. So genau wie man sagt. Und ja, wegen diesem einen Gürtel, den ich jetzt doppelt habe, habe ich den Minion-Bild sowieso einfach gemacht. Man hat halt auch immer wieder Ideen für einen besseren Bild. Und ja. Man sieht's, man findet einfach Items. In anderen Spielen findet man nicht so viele Items. Gute. So, diesen Stormbreaker, den habe ich auch mal wieder. Der ist irgendwo auf einem Uli und ich finde ihn nicht mehr. Also, möchte ihn nicht mehr finden. Die sind einfach zu groß, oder? Auf jeden Fall, ich habe ihn wieder in der Küste, sozusagen, neu gefunden. Ja, und jetzt haben wir... Denke ich mal 15 Minuten, also machen wir noch mehr Maps. Diesmal Helfe. Friends and Hast, das könnte wirklich sehr, sehr böse sein, dass dann ein Angriff wirklich zu schnell zu uns kommt und wir sterben. Lieber nicht auf sterben. Oh Gott, wir haben ja gar keine Minions. Oh. Ja, und was ist mit Mana-Regeneration? Jetzt haben sie einen eingeführt mit Mana-Regeneration, nur man findet sie ja nicht so gut wie nie. Man hat immer weiter das Problem. Oh, falsche Taste gedrückt. Ja, gut. Ja, irgendwie eine Taste, um alle Minions zu beschwören auf einmal.
So, jetzt können wir so langsam mal ein bisschen laufen. Leider wieder diese Teile, Spires. Ja, Spires. Oh, was ist das für ein Monster? Meruda-Siren, eine Sirene. Eine Kriegssirene. Heftig. Okay, es sind drei. Dann gehen wir hier nicht oben durch. Wir gehen direkt nach unten. Wenn die Minions nicht immer so mega aggressiv wären, könnte man auch nach rechts unten, aber will die natürlich nicht alleine lassen, vor allem die Wrights nicht, ja. Die müssen ja immer auch nach einiger Zeit sterben und so. Heute. Also jetzt gerade ist es mega intensiv geworden, das Spielgefühl. Das Spiel übertreibt auf jeder Ecke. Oh, fast noch in dieses ja, dieses hellgraue Warnzeichen reingelaufen und dann direkt ins Spell abgegeben. Ja, und vor allem das Spiel läuft echt schlecht bei so Hardcore-Monstern. Also, die Engine leidet unter den schweren Spammer-Monster am meisten. Es ist einfach, es ist schon flüssig. Natürlich macht Steam irgendwelche FPS-Anzeigefehler, aber ja. Das ganze Spiel leidet darunter, dass die Entwickler so übertreiben. Kann ich den Entwicklern nicht mal ein bisschen auch persönlich mal sagen, ihr übertreibt völlig? Schauen wir nicht. Es ist eine gute Blockchance geschehen, aber Standard-Blockchance ist gering. Und craften tue ich sowieso nicht. Gerade im Moment. Ja, das können wir doch machen, aber ja. Ich weiß ja nicht, wie viel, also lieber dann wirklich über ein Bait, den ich weiß, dass ich den wirklich ins Endgame bringen kann. Und Minions sind ja halt immer so das Problem. Sie bekommen einfach zu viel Schaden. Sie kassieren einfach immer noch zu viel Schaden. Sie haben ja irgendwie 50% weniger Damage, die sie bekommen. Nur ist es völlig übertrieben noch, was die Gegner an Damage machen. Das ist ja auch das Hauptproblem. Das Balancing stimmt halt nicht so. Das Spiel wird immer wie unbalancierter, nicht balancierter, sondern es wird immer jeden Patch unbalancierter. Es kommt ja auch immer wieder ein neuer Akt hinzu, neue Gegner und die sind noch unbalancierter. Da ist der Gucker. Was noch? Es ist einfach, ja, das Spiel ist besser zwischen Level 30 und 50 als über 50. Über 50 ist ja einfach alles übertrieben. Und es tut eben zu schnell auch alles ein bisschen wachsen. Ja, es wächst einfach viel zu. Also die Gegner werden zu schnell stark. Und die Items werden eigentlich immer seltener. Und das ist das Hauptproblem. Dafür ist eben das Spielgefühl extrem geil. Also, du willst es eigentlich spielen, egal wie viel Probleme du hast von den Problemen. Du willst es einfach spielen. Das Spielgefühl ist saugeil. Nur eben, zu welchem Preis? Man ist dann nicht immer glücklich. Also, ich spiele jetzt seit einem Jahr und einem Monat, also seit dem Anfang, also seit dem ersten Tag Beta, spiele ich das Spiel. Und so langsam habe ich ja auch irgendwie langsam die Schnauze voll von so unbalanciertem Zeug. Nur eben, es wird halt immer schlimmer. Also, ich konnte mit ein paar Builds, die vielleicht auch ein bisschen OP waren, schon Level 77, 78 wären. Habe damals auch schon recht schwer. Und jetzt ist es mit Level 55 schon sehr schwer, obwohl man eigentlich einen mega defensiven Bild hat, kassiert man einfach immer wieder zu viel Damage.
Also ich muss eigentlich nie Heiltränke trinken, aber falls ich mal ein Damage bekomme, dann ist er meistens tödlich, obwohl ich eigentlich sehr viel Puffer habe. Es ist jetzt momentan nicht mehr so, dass ich viele Ward bekomme, weil die Gegner nicht mehr so schnell sterben. Aber durch diese Gegner sterben und ich bekomme Ward-Sache, hatte ich eigentlich immer über 1000 Ward noch. Das ist jetzt leider weg, weil das eben nicht so balanciert ist, wie man es gerne hätte. Ist vieles an diesen komischen Item- und Skill-Nots liegt, dass man dann plötzlich dann wieder Probleme hat und dann wieder nicht, dann haben wir Probleme. Ja, gut. Shred Armor. Oh, liebe Protections. Shred Armor könnte wirklich sehr, sehr böse sein. Vom Gegner her. Weil die schon sehr viel übertriebenen Physical Damage machen. Also lieber nicht. Shred Armor nehmen wir als Map Mod. Ja, und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir zu viele Gegner zu schnell sind. Also jetzt müssen wir halt auch ein bisschen aufpassen. Aber es ist gut, dass schnelle Gegner da sind, die halten weniger aus. Das ist extrem. Also ich mochte das bei Diablo 3 eigentlich auch nicht so, das Spiegel für das Casual-Zeugs. Das, ja, wir setzen einfach mal ein paar Gegner rein, die mega betrieben sind. Das gab es bei Diablo 3 auch immer wieder sehr viel. Bevor die Rifts da waren, also da in dem Inferno Moles und so, mochte ich nicht. Jetzt bei Last Epoch auch wieder das Gleiche. Es ist nicht das, was ich mag. Ich mag keine übertriebenen Gegner, übertriebenen Item-Mods und so Sachen. Ich mag es lieber, ja, genüsslich. Dass man nicht so schnell levelt, Gegner nicht so schnell sehr stark werden und so weiter, dass man sich ein bisschen eingewöhnen kann. Vor allem auch die Builds mal vorbereiten kann, bevor es schwer wird. Und das, ja, tut natürlich. Ich weiß nicht, ob ich auf Armor gehen soll. Noch? Nee. Nekrotik macht ja auch keinen Minion. Ich weiß aber. Ich habe noch 3 Punkte zu machen. Mana-Effizienz ist eigentlich ein Quatsch. Der braucht nicht sehr viel. Duration brauche ich eigentlich auch nicht so unbedingt. Und Chill geht irgendwie nicht. Also, ich sehe am Gegner nicht, dass er gechillt wird. Also, ich weiß nicht, ob da der verbuggt ist oder so. Nein, ist wahrscheinlich nicht verbuggt, aber man sieht es einfach nicht optisch. Vor allem im Kampf. Also machen wir auf 1 auf Mana-Effizienz und 2 auf Mark for Death. Duration. Okay. Und Intelligenz natürlich noch nach oben. Denn die 2 Punkte, die tue ich ignorieren. Ich brauche nicht mehr Nahkampfskelette. Die sterben sowieso zu schnell. Also muss man einfach die ganze Zeit immer mehr nachcasten? Nee, ist nicht so meins. Deathmask hat 42 Minion Health. Cool. Ja. Also machen wir im nächsten Part die Kampagne. Schauen, dass wir da vielleicht auch noch ein paar Items finden können und so weiter. Und dann machen wir weiter. Oder mit dem neuen Bild, also mit dem alten Bild weiter mit dem Reblut-Bild. Aber könnte, also ich sehe in Form nichts. Wenn mir neue Builds vorgestellt habe von Reblut, habe ich noch nichts gehört. Könnte ja so ein geheimen OP-Bild sein. Wenn er genug Schaden macht am Gegner. Ist ja klar. Aber das ist halt auch mal noch die Sache, wie viel die Gegner einfach auch psychisch aushalten, damit Level 60 oder so. Wird wahrscheinlich dann ein bisschen hart werden. Immer die besten Builds werden dann mit Level 50, 60 dann wieder zu schwer.
Ich fühle mich nicht wohl dabei. Ja, die Sache. Also eigentlich ist ja Rip-Blut-Spell, also ich würde gerne auch noch hier reingehen. Stun, Inquisition Melee Stun-Chance geht nicht so stark nach oben. Ich will irgendwie, dass der... Ja, das und das. Mehr will ich jetzt eigentlich nicht skillen. Ja, mache ich da mal ein bisschen die Spell-Chance nach oben, damit Rip-Blut mehr Schaden macht. Sieht schon cool aus, nur macht es halt zu wenig Schaden beim Golem, also wahrscheinlich auch bei mir selber das Licht dann zu wenig Schaden an Bossen oder so. Aber ja, der Blut, also ja, ist gute Schadensart dann auch. Oh Mann, der habe ich schon so oft gehabt. Der kommt wirklich ja am meisten als Boss. Ja gut, wenigstens kommt der Schaden und da nicht so heftig wie beim Nahkampf Leash, Harvest Leash. Da hat irgendwie der 0 Damage gemacht, wahrscheinlich weil er gut Giftresistenz hat. Das ist eher für den Gegner, er sprüht ja auch Gift. Geh weg, Gift. So. Dann schauen wir noch kurz den Loot an und machen nachher den 8. Akt. Plus der Endgegner von Akt 7, den habe ich noch nicht getötet. So. Was zuerst der. Ah, Aria K. Arena K. Sehr schön. Knapp. Ich weiß nicht, was ich Gift im Nahkampf mit einer Handwaffe brauchen. Spell Damage. Ist leider. Ich muss, glaube ich, einen Skorpion. Ich muss einen Skorpion Beastmaster mal machen wieder. Wahrscheinlich auch auf Gift, oder? Ich weiß nicht, ob Skorpion auch mit einer anderen Schadensart gut Damage macht. Wie wäre es mit einem Bleed Skorpion? Bleed. Ich habe einfach so viele Ideen. Und das Spiel will mich die Ideen meistens nicht so umsetzen lassen, aber gut. Ausprobieren. Erst dann wird man eigentlich auch das Wissen haben, wenn man ausprobiert. Das macht so viel Spaß. Also, tun wir mal die Rüstung hier rein. Da habe ich so ein paar Sachen auch rausgeholt. So, und ja, den Key mache ich natürlich auch hier hin. Key sammeln, aber ja, Arena ist meistens dann zu schnell, dann zu schwer. Wir müssen das auch umsetzen können. Gut, dann also bis zum nächsten Part mit Akt 7 Endboss und Akt 8. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja. Auch viel Spaß mit Last Epoch. Oder auch, wenn ihr es nicht habt oder nicht kaufen wollt, dann bis zum nächsten Part und danke sehr. Schön fürs Spielen. Zockt schön, immer genießen. Und ja. Bye. Tschüss.